Servus, willkommen zurück bei CSR Automotive. Heute habe ich was richtig Geiles für euch dabei, aber ich will noch nicht so viel verraten, deswegen hole ich es mal schnell. Das ist nicht nur eine neue Cup-Spoiler-Lippe, nein, wir haben brandneues Material für euch. Wir bieten euch jetzt nämlich auch Matt-Carbon-Look an. Somit erweitern wir unser Portfolio in allen ABS-Bauteilen, wo ihr natürlich die Auswahl habt, verschiedene Oberflächen euch auszusuchen. Ihr habt da die Wahl zwischen Schwarz-Hochglanz, Schwarz-Matt, strukturiert, lackierfähig, Carbon-Look und jetzt, wie gesagt, ganz neu Carbon-Matt-Look. Und wie das Ganze natürlich auf dem Auto aussieht, zeige ich euch jetzt. Ich habe meinen Arbeitsplatz jetzt hier schon mal vorbereitet. Zunächst möchte ich euch aber noch was über die Carbon-Optik erzählen. Sehr geil in der ganzen Geschichte ist, durch die Struktur, die mir auf der Oberfläche habe, ist das Ganze etwas kratzfester. Das heißt, wenn ihr später mal an irgendeinem Strauch oder so vorbeifahrt, zieht ihr euch nicht sofort irgendwelche Strieme rein. Wie genau das jetzt im Detail aussieht, könnt ihr jetzt sehen. Und durch diese 3D-Oberfläche erreichen wir natürlich auch den sehr annähernden Look an dem Original. Und warum ich eine neue Cup-Spoiler-Lippe brauche, zeige ich euch jetzt auch direkt. Wie soll es anders sein im Winter? Mal ich unterwegs mit einem tiefer gelegten Fahrzeug und auch mal auf einer Schneepiste vielleicht, ne? Und zack, hat sich irgendwo im Schnee ein Stein versteckt und mal kommt der Wetter und es kracht. Habe man natürlich im Sommer nicht das Problem, da ist das Material warm und der ABS-Kunststoff gibt das sehr viel nach, ne? Und verzeiht einiges. Aber klar, im Winter kann es halt mal passieren. Wie ich jetzt die alte Cup-Spoiler-Lippe demontiere, um die neue zu montieren, zeige ich euch. Wie ihr in dem Montagevideo zum F10, F11 schon gesehen habt, haben wir hier das Ganze natürlich auch mit Nieten schon versehen und montiert. Jetzt müssen wir die Niete aufkriegen. Dafür nehmt ihr einen Akkuschrauber und einen passenden Bohrer, der etwas größer ist. Ich habe jetzt hier einen 10er Bohrer genommen. Und dann fangen wir an, die Nieten hier am Kopf direkt aufzubohren. Dann machen wir das jetzt Stück für Stück mit allen anderen. Gerade hier kann es natürlich sein, wie ihr seht, dass sich jetzt der Kopf noch etwas mitdreht. Haben wir zwei Möglichkeiten entweder. Wir tun das Ganze mit einem Schraubenzieher rausbrechen oder wir geben einfach noch mal etwas mehr Gas. Probieren wir es mal mit mehr Gas. Hat funktioniert. Hier funktioniert es nicht mit der Geschwindigkeit, also holen wir uns einen Schraubenzieher. Schraubenzieher habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, aber so eine Nietenzange. So kann man Kunststoffspreiznähte zum Beispiel demontieren, damit geht es auch. Fahren wir einfach hier drunter und zack, ist sie ab. Im Handumdrehen haben wir jetzt alles aufgebaut. Ihr seht, mit den Aluminium-Spreiznieten funktioniert das echt super. Und gegenüber den normalen Schrauben und Muttern, wo man immer benutze, seid ihr hier natürlich bedeutend schneller. Würde ich sagen, rest in peace, Cup-Spoiler-Lippe. Wie bei allen Anbauteilen machen wir jetzt zunächst erstmal die Prüfung der Passgenauigkeit, damit natürlich ja alles sauber sitzt später. Ich habe hier wieder Kollege Getriebeheber am Start, der mich unterstützt, das Ganze in Form zu halten. Das seht ihr auch hier neben. Super Passgenauigkeit, das liegt alles perfekt an. Dann brauchen wir jetzt die Löcher für die Nieten. Dafür nehmen wir jetzt natürlich auch wieder den kleineren Bohrer, der passend auf die Nietstärke ist. Und wie immer die Unterlegscheibe als Unterstützung und zusätzliche Auflagefläche. Ebenso auch für uns dann der Platzhalter, damit wir wissen, wo wir
in etwa bohren müsst, damit das Ganze natürlich sauber hebt. Und die Löcher müssen wir jetzt natürlich auch noch auf den Originalstoßfinger übertragen. Das heißt, wir positionieren die Kappspoilerlippe jetzt einmal so, wie sie später sitzen soll. Und dann können wir die Löcher natürlich übertragen und direkt verschneiden. Jetzt müsst ihr das alles nochmal richtig kontrollieren, weil wenn er jetzt die Löcher reinbohrt, dann ist es die Position, die er später hat. Und da haben wir dann keine Möglichkeit mehr, das Ganze auf die Schnelle erstmal wieder zu fixieren, um umzuändern. Und auch hier setzen wir jetzt als erstes direkt die Niete dran, weil so haben wir nämlich auch nicht die Gefahr, dass das Ganze sich nochmal verschieben kann. So arbeiten wir uns jetzt von der Mitte nach außen durch, Stück für Stück. So, im Handumdrehen haben wir das Ganze jetzt festgenietet. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze an, wie es zum Schluss wirkt im Fahrzeug. Im Handumdrehen haben wir jetzt die Kappspoilerlippe getauscht. Ich finde den Kontrast vom Glanzschwarz zum Mattcarbon auch irgendwie geil. Es hat was und der ganze Kappspoiler in diesem Mattcarbon wirkt echt sehr, sehr cool. Also mir gefällt die Oberfläche sehr gut. Und das Ganze ist ja natürlich auch mit einer ABE versehen. Somit habt ihr da später keinerlei Probleme mit den Cops oder auch beim TÜV. Und das Ganze erspart euch natürlich auch zusätzliche Kosten bei der Eintragung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Gerne natürlich dürft ihr es auch in die Welt hinaus teilen. Und wenn ihr möchtet, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Mattcarbon findet. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.